Was denkst du, wäre dieser Mann ein guter Arzt? Was ist mit ihm? Würdest du dich von ihm operieren lassen? Die meisten Menschen würden sich wahrscheinlich lieber von dem einen als von dem anderen behandeln lassen. Und die meisten Menschen liegen damit wahrscheinlich falsch. Wenn man die Sonne anschaut, sieht man sie manchmal deutlich. Aber manchmal sieht man sie viel größer, als sie tatsächlich ist. Dieser Lichtkreis, der sie größer erscheinen lässt, wird Halo genannt. Auch Lichthof oder Heiligenschein. Der Halo-Effekt tritt auch auf, wenn eine Person, ein Produkt oder ein Unternehmen wie die Sonne strahlt. Dann können wir sie nicht klar erkennen und schreiben ihnen alle möglichen Eigenschaften zu, die keinerlei Beziehung zu ihnen haben. Der Halo-Effekt oder Heiligenschein-Effekt wurde erstmals 1907 von dem amerikanischen Psychologen Frederick Wells beobachtet und dann von dem Psychologen Edward Thorndike untersucht. Er bat Flugkommandanten, ihre Offiziere in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Aussehen, Intelligenz und Führung zu beurteilen. Bei der Untersuchung der Ergebnisse stellte Thorndike fest, dass die Offiziere, die hohe Bewertungen für ihre psychischen Qualitäten erhielten, auch hohe Bewertungen für Intelligenz und Führungsqualitäten erhielten. Eine Korrelation, die ihm falsch erschien. Es scheint, dass die Kommandanten nicht in der Lage waren, bestimmte Eigenschaften unabhängig von anderen zu bewerten. Sie schätzten ihre Offiziere pauschal als gut oder schlecht ein. Dieser allgemeine Eindruck beeinflusste die konkreten Eigenschaften, die sie ihnen zuschrieben. Einige Offiziere profitierten von ihrem Heiligenschein. Andere wurden durch den sogenannten Teufelshorn-Effekt benachteiligt. Der Heiligenschein-Effekt erklärt ebenfalls, warum manche Lehrkräfte besser aussehenden Schülerinnen und Schülern auch bessere Noten geben. In einer Studie wurden die Noten von 4.500 SchülerInnen untersucht, die von Freiwilligen in drei Gruppen eingeteilt wurden. Unterdurchschnittlich, durchschnittlich und überdurchschnittlich gut aussehend. Haben die besser aussehenden Personen auch bessere Noten bekommen? Die Forscher verglichen dann die Noten der SchülerInnen zwischen Klassen, die in herkömmlichen Klassenzimmern stattfanden, und solchen, die online stattfanden. In den Online-Klassen gab es wenig oder keine persönliche Interaktion. Später fanden die Forscher Hinweise darauf, dass Schülerinnen und Schüler, die als gut aussehend eingestuft wurden, in Online-Kursen deutlich schlechtere Noten erzielten als in normalen Klassenzimmern, wo sie die Hilfe von ihrem Heiligenschein hatten. Da die körperlichen Merkmale von gut aussehenden Menschen sie anscheinend auch intelligent, stark und vertrauenswürdig erscheinen lassen, gibt es eine gute Faustregel. Wenn du einen Unfall hast und zwischen zwei gleich qualifizierten Ärzten wählen musst, ignoriere ihren Heiligenschein und wähle den nicht so gut aussehenden. Er hat sich vielleicht doppelt so viel Mühe gegeben, um den gleichen Status zu erreichen und ist wahrscheinlich besser in seinem Job. Was denkst du? Ist es möglich, den Halo-Effekt bei der Arbeit, in der Schule oder im öffentlichen Leben zu vermeiden? Und wie sieht es mit anderen Eigenschaften aus, die Erfolg signalisieren können? Schreibt eure Gedanken und Ideen bitte in die Kommentare unten.